Hallo! Heute ohne Sonne, dafür glaube ich ein Video, was sehr, sehr viele Leute erwartet haben. Und zwar endlich mein Kalendervideo. Es hat auf sich warten lassen, weil ich einfach immer noch gebastelt habe. Ich musste noch eine Menge daran so machen. Jetzt ist der Kalender fertig und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden und zeige ihn euch sehr, sehr gern. Ich habe sehr, sehr viele Jahre lang ein Moleskine benutzt. Das sieht so aus. Ein klassisches schwarzes Moleskine mit einem Tag pro Seite. Ich habe schon ein Video darüber gedreht, wie ich das benutzt habe. Das verlinke ich euch am besten mal in der Infobox, da könnt ihr vielleicht vorbeigucken, wenn ihr feststellt, dass das System, was ich jetzt habe, für euch vielleicht nicht so gut funktioniert. Ungefähr Ende letzten Jahres hat es aufgehört für mich zu funktionieren. Ich kann euch nicht sagen, warum. Es war einfach plötzlich nicht mehr so schön wie vorher. Ich habe es nicht mehr so gern benutzt wie vorher und vielleicht brauchte ich einfach mal was Neues. Und mit dem Anfang dieses Jahres habe ich einen neuen Kalender und ich mag ihn und er sieht so aus. Das hier ist kein Filofax, sondern ein ganz einfacher, fast namenloser Kalender, ein Ringbuchkalender. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das für mich so funktioniert. Ich habe eine ganze Weile daran gesessen, ihn so hinzukriegen, dass ich jetzt das Gefühl habe, es ist alles drin, was ich brauche. Und endlich habe ich einen Platz, wo all meine Listen, die ich mir immer mache, einen Platz finden. Eventuell oute ich mich mit diesem Planer, wenn ich das nicht sowieso schon getan habe in mehreren Videos vorher, als absoluter Oberplanungsfreak. Das, was ich da alles an Listen habe und das, was ich alles plane, müsst ihr nicht machen. Das ist nur was, was für mich funktioniert. Viele denken immer, ich bin so ein furchtbar organisierter, ordentlicher Mensch. Von Natur aus bin ich das überhaupt nicht. Ich kann mir nichts merken, mein Gedächtnis ist echt ein Sieb und ich muss mir alles aufschreiben, um nichts zu vergessen. Und deswegen brauche ich die Listen. Es ist nicht umgekehrt. Nicht jemand, der super organisiert ist, hat Listen. Ich habe eine Freundin, die braucht nicht mal einen Kalender und kriegt alles gebacken. Das nur vorher und jetzt würde ich sagen, gucken wir einfach mal rein, wie mein Kalender so aussieht. Und hier haben wir das gute Stück. Das ist mein Ringbuchplaner. Das ist ein Bindplaner, den ich bei Amazon gekauft habe für, ich glaube, 25 Euro oder so, in Altweiß und A5. Ihr werdet sehen, A5 ist nicht ganz klein. Es ist schon ganz schön viel Platz. Ich habe auch ein bisschen hin und her überlegt, ob ich eine kleinere Variante davon nehme, aber ich weiß, ich habe eine große Schrift und ich habe da viel Zeug drin und ich schreibe sehr viel auf meine Seiten. Von daher kann ich den Platz gebrauchen. Wenn ihr auch drüber nachdenkt, euch so einen Ringbuchplaner zu kaufen, dann kann ich diese Bindplaner eigentlich ganz gut empfehlen für den Anfang gerade. Wenn man noch nicht so ganz sicher ist, möchte ich das nicht, bin ich unsicher mit der Größe oder stelle ich vielleicht nach einem halben Jahr fest, dass ich doch lieber wieder ein Moleskine hätte. Die sind im Vergleich zu anderen Ringbuchplanern relativ günstig, sehen trotzdem ganz hübsch aus und ich bin erstmal sehr zufrieden damit. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf. So sieht der Planer von innen aus, ganz unspektakulär. Ich sag's gleich vorweg, wenn ihr jemand seid, der total auf Washi-Tape und bunt und alles Mögliche steht, seid ihr bei dem Video ein bisschen falsch. Ich gestalte auch bunt, aber die Sachen, die zum Organisieren sind, versuche ich möglichst clean zu halten. Also nicht viel buntes Zeug reinzukleben, weil ich einfach, ihr wisst ja, ich habe ein Farbsystem für meine Aufgaben, die ich so koordiniere und wenn ich da auch noch bunte Seiten habe, dann glaube ich, sehe ich nicht mehr durch. Also versuche ich die Sachen, die ich bunt gestalten kann, wie zum Beispiel solche Deckblätter, bunt zu gestalten. Das habe ich hier zum Beispiel selber gemacht. Der Rest ist aber versuchsweise clean. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich habe hier vorne auch nicht viel Zeug. Ich habe hier einfach so eine Klebezettel, die für mich ganz gut funktionieren, wenn ich schnell mal irgendwie eine Idee aufschreiben will oder irgendwie schnell mal einen Termin aufschreiben will. Auf der anderen Seite habe ich diese Post-its, die ich eigentlich am allerliebsten mag. Die sind farbkodiert, wie ihr sehen könnt, und die sind sehr, sehr schön, weil wenn man die irgendwo raufklebt, ich kann das ja mal zeigen, dann scheint das, was da drunter ist, durch und man kann trotzdem draufschreiben, was mir unheimlich gut gefällt. Und hier hinten im großen Fach habe ich noch ein Überbleibsel von meinem Moleskine-Kalender. Das kann ich ja mal rausholen. Oh, ist gar nicht so leicht. Das ist einfach ein Adressbuch, da kann man seine Adressen reinschreiben, logischerweise. Ich finde die sehr praktisch, weil die schön dünn sind. Die Kalendereinlagen für Adressen, die in diesem Planer drin waren, die mochte ich persönlich nicht so gerne, weil sie einfach unfassbar viel Platz weggenommen haben. Und wenn ich das so vergleiche mit diesem dünnen Adressbüchlein von Moleskine, in das ich eigentlich alle meine relevanten Adressen reinkriege, ist es schon praktischer, das einfach zu behalten. So, kommen wir zum eigentlichen Kalender. Da sehen wir hier schon die ganze Zeit mein erstes Deckblatt. Ich habe diese Deckblätter selbst gemacht, einfach weil ich es wollte. Ich wollte sie ein bisschen bunt gestalten. Und ich habe auf diese Deckblätter mit Absicht Bilder geklebt, die mich in irgendeiner Form motivieren, die mich inspirieren, die mich irgendwie dazu bringen zu sagen, ja, ich will mich heute ransetzen und das benutzen und arbeiten und fleißig sein. Das ist für jeden was anderes. Die Dinge, die hier drauf sind, sind eben für mich in irgendeiner Weise von Bedeutung. Das muss nicht heißen, dass sie für euch von Bedeutung sind. So, nur um das mal so in die Runde geworfen zu haben. Und ich habe natürlich hier an meinen Deckblättern auch Tabs. Killt mich bitte nicht, weil sie auf Englisch sind, aber manchmal
es ist einfach besser, dass man kurze englische Worte hat, als statt diese langen deutschen. Soll nicht heißen, dass ich Deutsch nicht mag. Wir wissen ja alle, was ich studiert habe, nicht wahr? In diesem Kalender sind verschiedenste Dinge drin. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, damit ihr versteht, warum ich diese Dinge tue, wie ich sie eben tue. Wer mich schon so ein bisschen länger guckt, der weiß, dass ich ein Video mal zu einem 5-Jahres-Plan hochgeladen habe, in dem ich beschrieben habe, dass es ganz nett ist, wenn man seine Ziele im Leben so ein bisschen fokussiert und sagt, okay, was möchte ich in den nächsten 5 Jahren in meinem Leben erreichen? Und wenn man das gemacht hat, dann kann man diese Ziele runterbrechen auf die einzelnen Jahre und sich überlegen, okay, was muss ich dann in 4 Jahren erreicht haben, in 3, in 2, in einem Jahr? Und breche dann sozusagen für jedes Jahr die Ziele wieder runter auf die einzelnen Monate. Also ich weiß, was ich 2015 erreichen will, um am Ende mein großes Ziel zu erreichen und weiß dann, okay, was muss ich sozusagen jeden Monat erreichen, und deswegen mache ich mir tatsächlich für jeden Monat im Jahr einen Arbeitsplan. Der sieht ungefähr so aus, den gestalte ich auch so ein bisschen, weil ich es einfach schön finde und weil ich da kein einzelnes Farbsystem drauf habe. Und ich mache mir tatsächlich schon länger immer am Ende des Monats einen Plan, was im nächsten Monat geschafft gemacht werden muss, damit die Dinge erreicht werden, die ich so erreichen möchte. Das klingt jetzt ganz furchtbar wichtig und so weiter. Ich habe jetzt keine Weltherrschaftsziele. Ich habe ganz einfache Ziele, wahrscheinlich wie viele andere auch. Und auf diesen Arbeitsplan kommen eben diese Sachen, die ich dann pro Monat machen will. Und ich breche das Ganze auch nochmal auf pro Woche. Wie ihr seht, habe ich hier mein Zeitfenster so ein bisschen erweitert, weil ich ja Anfang des Jahres schon wieder krank war und dann musste ich ein bisschen mir mehr Zeit geben, damit ich runterschrauben kann. Diese Listen sind ganz einfach aufgebaut. Ich habe hier so ein kleines Dingsy zum Abkreuzen. Ich habe eine Was-Spalte, wo reinkommt, was genau ich erreichen möchte, und eine Check-Spalte, in der ich so abkreuzen kann, Doppelcheck sozusagen, weil ich es kann. Fällt mir jetzt erst auf, na toll. Und hier das gleiche Konzept nochmal für die Woche. Das heißt, hier habe ich also meinen Arbeitsplan für Januar und hier habe ich meinen Wochenarbeitsplan für die erste Woche. Wir haben ja jetzt schon die zweite, aber darüber reden wir mal gerade nicht. Dieses System funktioniert für mich persönlich sehr, sehr, sehr gut, weil ich einfach zu keinem Zeitpunkt den Faden verlieren kann. Ich habe immer vor Augen, wo ich hin will. Ich weiß immer, was ich eigentlich am Ende als großes Ziel habe, und ich breche mir das auf, damit ich tatsächlich eine Chance habe, diese manchmal auch ein bisschen Luftschlösser irgendwann vielleicht doch zu erreichen, und das macht sehr, sehr glücklich und motiviert mich persönlich unheimlich. Kommen wir zu den eigentlichen Kalender-Inlays, zu den eigentlichen Tagen. Es hat sich an meinem System nichts verändert, dass ich weiterhin einen Tag pro Seite brauche. Ich merke das immer mehr, dass das für mich einfach wirklich am besten funktioniert, weil ich alles, was ich in irgendeiner Form im Kopf haben müsste, nicht mehr im Kopf haben muss, weil ich es hier eintragen kann. Ich habe eine ganze Weile auf Pinterest und auf verschiedensten Plattformen und auf Blogs und so weiter versucht, ein Inlay zu finden oder so eine Kalendereinlage, die für mich funktioniert, die ich mag, die ich benutzen möchte sozusagen. Aber ich bin auf nichts gestoßen, was mich richtig glücklich gemacht hat. Ihr wisst ja, dass ich vorher ein Moleskine benutzt habe. Hier ist es nochmal, mein schönes Moleskine. Ich finde es weiterhin sehr, sehr hübsch. Und ich habe auch da einen Tag pro Seite benutzt, was für mich sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich habe nur mit der Zeit gemerkt, dass es einfach Dinge gibt, die bei mir jeden Tag auftauchen, über die ich jeden Tag nachdenken muss, will, wie auch immer. Und dass es für mich irgendwie anstrengend ist und so ein bisschen ermüdend, dass ich das immer wieder neu einschreiben muss. Und um ganz ehrlich zu sein, wenn ich so eine Seite beende, dann ist die komplett vollgemalt. Und manchmal war es trotz Farbsystem so ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten. Einfach weil ich schreibe da zu viel drauf. Das macht man normalerweise nicht, aber ich tue das scheinbar. Und ich brauchte einfach so ein bisschen mehr Organisation pro Seite. Ich habe mich dann mit meinem Freund lange darüber unterhalten, was ich schön finden würde. Und ich habe viel rumgequengelt. Und irgendwann hat er sich erbarmt und hat mir diese Seite hier erstellt. Er kann so ein bisschen programmieren und hat mir quasi dann diese Seiten erstellt, so wie ich sie mir eben gewünscht habe. Und deswegen sehen sie aus, wie sie aussehen. So, ich habe jetzt mal zu einer Seite hingeblättert, wo noch nichts draufsteht, damit ich euch die in Ruhe zeigen kann. Wir haben hier ganz einfach den Wochentag und das Datum. Das ist auf Englisch, weil es einfach leichter zu programmieren war für meinen Freund. Hier oben haben wir eine Tabelle und da sind verschiedenste Symbole drin. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Da haben wir hier oben ein kleines Blümchen. Das bedeutet wichtig. Da schreibe ich alles rein, was an diesem Tag wirklich ganz, ganz furchtbar wichtig ist. Das können Termine sein, sowas wie Zahnarzttermin kommt da oben immer rein, auch wenn er hier zeitlich nochmal eingeordnet wird. Aber einfach, damit ich auf den ersten Blick sehe, ach Gott, scheiße Weltuntergang. Aber auch so Dinge wie Post losschicken, die besonders wichtig ist, oder an irgendwas Bestimmtes denken. Daneben ist ein, ich weiß nicht so genau, wie ich das beschreiben soll. Für mich ist es eine kleine Kerze und bedeutet Geburtstag. Da schreibe ich also alle Leute rein, die Geburtstag haben. Das ist sehr, sehr gut und hat für mich für ein Moleskine auch immer super funktioniert, das oben an der Seite zu haben, weil ich da einfach zuerst hingucke und weil es mir wichtig ist, dass ich keinen Geburtstag vergesse. Hier unter haben wir das kleine Symbol für YouTube. Da kommen natürlich meine YouTube-Videos, die geplant sind, rein. Wenn ich Ideen habe und überlege, okay, an welchem Tag soll was rein, dann
kommt hier YouTube rein. Ich sehe gerade, das ist der Freitag der 13. Oh mein Gott! Und hier unten haben wir nochmal eine zweispaltige Tabelle. Auf der einen Seite haben wir eine zeitliche Einteilung von 8 bis 20 Uhr. Ich habe ja vor, dieses Jahr ein bisschen weniger Arbeit zu machen, beziehungsweise bessere Arbeit in kürzerer Zeit, weil es einfach ist, wird sonst zu viel. Und ich finde, das ist ein ganz angemessener Zeitrahmen, in dem man so Dinge erledigen kann. Und danach ist einfach finito. Und auf der anderen Seite haben wir ganz einfach Spalten für eine To-Do-Liste. Ich weiß nicht, ob ihr diese kleinen Kästchen seht, da kann ich dann wieder abstreichen. Und das macht mich glücklich. Diese To-Do-Liste ist zeitlich schon so ein bisschen gebunden an diesen Zeitstrahl hier, weil ich weiterhin versuche, To-Do-Sachen zeitlich einzuordnen. Es hilft mir nicht, wenn ich mir eine ganze Liste To-Do-Sachen hier reinschreibe und dann irgendwie am Anfang des Tages dastehe und denke, ja, aber wie sortiere ich denn das jetzt? Auf diese Seite kommen natürlich weiterhin die Termine, die ich fest habe, von ganz einfachen Terminen zur Arbeit, zu Verabredungen mit Freunden und Arztterminen und was man so alles an Terminen hat. Die werden fest hier eingeschrieben. Und ich plane weiterhin meine Arbeitsblöcke, wie ich es sage. Es klingt jetzt für einige wahrscheinlich ganz furchtbar, für mich klingt das, wie gesagt, sehr gut. Wo ich so 1,5 Stunden für eine Aufgabe, für zwei, für drei Aufgaben einplane und mir wirklich Timer stelle, damit ich die Zeit besser im Blick habe. Wir haben die, wie gesagt, selbst ausgedruckt und ich habe mir passend zum Kalender auch so ein Locher gekauft von Bind, damit ich meine Blätter auch dementsprechend lochen kann. Und eine kleine Spielerei, die nicht sein muss, die mich aber sehr glücklich macht, ist dieses Ding hier. Und das ist ein Eckenabrunder. Der hat einfach so gemacht, dass diese Kalendereinlagen, die ich ausgedruckt habe, nicht mehr wie selbst ausgedruckt aussahen, weil diese runden Ecken das Ganze hübscher aussehen lassen. Es hat jetzt tatsächlich so ein bisschen so einen Moleskin-Touch, was mir unheimlich gut gefällt. Eine Sache, die ich persönlich ein bisschen unpraktisch finde, ist, dass man in diese Ringbuchkalender sehr selten das komplette Jahr reinbekommt. Das finde ich sehr, sehr schön am Moleskin, dass man wirklich das komplette Jahr bei sich hat. Und wenn man im Januar was für Dezember einschreiben muss, kann man das tun. Hier ist es ein bisschen blöd, weil ich habe jetzt hier nur die ersten 4 Monate reingekriegt. Ich habe mir natürlich trotzdem die Kalendereinlagen vom ganzen Jahr schon ausgedruckt und schon die Dinge eingetragen, die man so einträgt, weil ich das einfach immer am Ende des Jahres so mache. Und ich habe sie einfach so eingeheftet und wenn ich im Januar dann den Januar komplett rausnehme, kann ich den Mai einheften und habe das dann wieder so. Das ist eben der große Vorteil am Moleskin, dass man tatsächlich da das ganze Jahr bei sich hat. Andererseits habe ich im Dezember natürlich hier auch schon Januar, Februar und März drin und der Jahresübergang ist so ein bisschen einfacher. In diesem Kalender plane ich und trage alle Dinge ein, die sich rund um meine Arbeit, verschiedene Projekte und auch mein Privatleben drehen. Und alles, was jetzt kommt, ist sozusagen ein bisschen Zusatz und ein bisschen extra Planung. Und der erste Tab, der nach dem Kalender kommt, ist natürlich YouTube, denn YouTube ist für mich inzwischen sehr, sehr, sehr wichtig geworden. In diesem YouTube-Teil sind unter anderem Checklisten, wie soll es auch anders sein. Ihr werdet euch jetzt wundern, warum ich Checklisten abklebe, aber ich muss sagen, es ist mir ein bisschen peinlich, was ich mir da alles aufschreibe, damit ich es nicht vergesse. Man muss schon sagen, ich habe tatsächlich ein Gedächtnis wie ein Sieb und wenn ich mir bestimmte Dinge nicht aufschreibe, vergesse ich sie einfach. Ansonsten habe ich in diesem YouTube-Teil noch Videopläne, wo ich mir einfach aufschreibe, wie soll das Video heißen, was soll genau gefilmt werden, sitze nur ich vor der Kamera und erzähle euch was und zeige Sachen oder soll es Einblendungen geben, wie soll ich die am besten gestalten, was so ein bisschen ein Ort ist, wo ich meine Ideen sammeln kann und immer wenn mir was einfällt, kann ich hinblättern und das reinschreiben. Das funktioniert sehr gut. So, es geht weiter mit der Heimlichtuerei. Hier habe ich noch einen Tab, der ein Projekt versteckt, woran ich im Moment arbeite. Ich persönlich hasse das, wenn YouTuber das sagen und sagen, ja, ich habe da was vorbereitet, aber das kann ich euch noch nicht erzählen. Ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt, aber es ist im Moment wirklich noch nicht an einem Punkt, wo ich euch davon erzählen kann. Aber was ich schon verraten kann, es ist ein Projekt, was ich vor allem für euch mache. Da arbeite ich jetzt schon so ein bisschen dran. Es ist aber noch nicht an einem Punkt, wo ich sagen kann, hey, wisst ihr, was kommt? Ihr werdet aber definitiv in den nächsten Wochen davon erfahren. Dann haben wir hier eine Abteilung, die nennt sich Health. Die ist auch der Grund, warum das Ganze auf Englisch passiert ist, diese Benennung der Tabs. Ganz einfach, weil Gesundheit hier immer, das hat nicht funktioniert. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und so sieht der Teil Health dann aus. Hier haben wir zuallererst meinen Sportplan, wie ihr seht. Da habe ich mir einfach mal locker flockig für den Januar so ein bisschen durch überlegt, was will ich eigentlich machen. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Ich habe mir fürs neue Jahr vorgenommen, aufzuhören, locker vor mich hin zu joggen, ohne Ziel. Und habe mal im Internet geguckt, was gibt es eigentlich da so für Laufpläne. Da findet man sehr, sehr viel, wenn man einfach mal googelt. Und normalerweise ist hier hinten noch der Essensplan für die jeweilige Woche, die gerade aktuell ist. Der hängt jetzt im Moment in der Küche, weil wir ja schon mitten in der Woche sind und wir beide ja wissen sollten, was es zu essen gibt und was einzukaufen ist und so weiter. Den mache ich meistens am Samstag, damit wir da schon die meisten Sachen einkaufen können und den Rest der Woche so ein bisschen entspannter sind. Die nächste Kategorie heißt Clean, also
alles, was sich rund um den Haushalt dreht, was Organisation und Saubermachen und sowas angeht. Das sind alles Sachen, die wir gemeinsam machen. Die habe ich nur in meinem Planer, damit ich sie zur Hand habe, wenn ich meinen Tag plane, um zu sehen, womit bin ich dann ran, was muss ich denn machen. Ich habe hier so einen täglichen Putzplan. Das sind Dinge, die wir unter uns aufteilen. Das ist jetzt nichts, was ich alles alleine mache. Und da haben wir immer morgens, abends und Dinge, die ich mir merken will. Morgens so wichtige Dinge wie Bett machen, Schlafzimmer aufräumen, einfach so ein bisschen Klamotten wegräumen, die dann doch mal liegen geblieben sind, den Geschirrspüler ausräumen, die Küche einmal abwischen, also das Frühstück vor allen Dingen wegräumen. Und dann steht hier Wäsche waschen, nicht weil ich das jeden Tag mache, ich mache das tatsächlich meistens einmal die Woche, zweimal die Woche, aber wenn ich wasche, will ich das morgens machen, weil ich das dann weg habe. Und abends, wenn ich meine Runde mache, sowas wie Wäsche wegräumen, die Küche sauber machen, Geschirr, was so in der Wohnung rumsteht, einfach in den Geschirrspüler räumen, das bleibt ja doch beim Arbeitsplatz immer mal so eine Tasse stehen oder ein Teller von einem Snack oder sowas. Dann räume ich jeden Abend meinen Schreibtisch auf. Das ist nicht aufwendig, das ist keine große Sache. Ich räume einfach die Blätter, die da rumliegen, in die jeweiligen Ordner, die Stifte wieder zurück. Einfach damit ich, wenn ich morgens an meinen Schreibtisch komme, das ordentlich und sortiert ist. Dann habe ich mehr Lust anzufangen. Und dann eben die Kleinigkeit, die ist jetzt nur persönlich für mich, meine kleine To-Do-Liste vervollständigen. Also gucken, habe ich alles am Tag geschafft, was ich schaffen wollte und was muss ich vielleicht zum nächsten Tag mit rübernehmen und dann eben in den Kalender eintragen. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich mir merken muss. Viele denken immer, ich bin so ein ordentlicher Mensch. Bin ich überhaupt nicht. Ich muss mir tatsächlich den kleinsten Mist aufschreiben, damit es nicht bei uns aussieht wie Sau. Eine Sache ist zum Beispiel, und das funktioniert sehr gut, wenn man das einhält, niemals einen Raum verlassen, ohne etwas mitzunehmen. Wenn ich jetzt umblätter, habe ich da unseren Putzplan für die Woche 1 und 2. Wir haben es aufgeteilt in 2 Wochen, weil es Dinge gibt, die wir nur alle 2 Wochen tun. Ich, nur als kleiner Disclaimer, die Dinge, die für mich funktionieren und die ich gut finde und die ich brauche, damit ich mich wohlfühle in meiner Wohnung, müssen nicht zwangsläufig Dinge sein, die für euch funktionieren. Ich weiß, es gibt Leute, die putzen jeden Tag ihr Bad. Ich tue das nicht. Das ist also der Putzplan für die erste Woche. Ich teile einfach immer die jeweiligen Zimmer einem Tag zu und es ist immer jemand anders dran. Das heißt, ja, Wohnzimmer, Schlafzimmer, dann eben so eine Sachen wie Wohnung saugen oder Wäsche waschen oder den Kühlschrank reinigen alle 2 Wochen. Und die zweite Woche sieht ähnlich aus. Da kommen eben nur kleine Sachen dazu, wie Backofen reinigen zum Beispiel. Und hier drüben habe ich eine ganz einfache Erklärung. Das ist einfach wieder für mich so eine kleine Checkliste, weil ich hier zum Beispiel ja nur hinschreibe Küche, habe ich hier nochmal die Auflistung, was gehört dann alles zur Küche. Nicht, weil ich da wirklich stehe und das abstreiche, sondern weil ich ganz einfach so ein bisschen kontrolliere, was muss ich jetzt eigentlich machen. Ich muss nicht drüber nachdenken und dann geht das alles ein bisschen fixer. Jetzt werden einige vielleicht total ausrasten, aber ich habe mal auf einem Blog gesehen und das fand ich persönlich sehr, sehr interessant. Da hat sich jemand einen Jahresplan gemacht. Als richtiger Planungsfreak kann man sich vorstellen, stehe ich da voll drauf. Und die hat sich einfach überlegt, was man jeden Monat an Dingen so im Haushalt tun muss, damit man nicht irgendwann denkt, ach du Scheiße, wie sieht es denn unter dem Bett aus oder im Keller oder so. Und ich will das dieses Jahr mal ausprobieren, ob das für mich auch funktioniert oder ob das vielleicht eine Schippe zu viel Organisation ist. Das weiß ich noch nicht. Der nächste Abschnitt ist Money, also alles, was sich rund um unsere Finanzen dreht. Und das ist vor allen Dingen was, was ich für mich brauche, um den Überblick zu behalten. Ich gehe da jetzt mal so ein bisschen rüber, weil ich weiß, dass einige sich dafür interessieren. Ich habe mir so eine Finanzübersicht gemacht und habe mir zuerst mal eine Tabelle gemacht mit den Dingen, die reinkommen. Also wer von uns was einnimmt, wann es ankommt, also wann wir das Geld bekommen, wie viel es ist und wo es ankommt, also auf welchem Konto. Darunter habe ich dann die Dinge, die monatlich immer fest abgebucht werden. Das ist natürlich sowas wie Miete und Nebenkosten, Strom oder sowas wie Internet. Am Ende des Monats mache ich mir so ein bisschen eine Übersicht, was habe ich an Geld, also was ist wirklich am 1.1., also am 1. Januar in meiner Kasse, was ist auf meinem Konto, was ist in meinem Portemonnaie, in meiner Sparbüchse, das sind so die 3 Sachen, die hier stehen und eben wie viel das ist und dann, was ich wann ausgebe. Hier oben sind natürlich so 2, 3 feste Sachen, die jeden Monat abgehen, sowas wie Handy oder Netflix neuerdings. Da schreibe ich mir dann auf, wann das abgeht von meinem Konto, was es ist, wie viel es ist und wo es abgeht. Also bei den festen Abgaben ist irgendwie klar, dass es vom Konto abgeht. Ansonsten steht hier wahrscheinlich bar oder vom Konto abgeholt oder überwiesen, damit ich einfach einen Überblick behalte, wie viel habe ich noch und wie viel kann ich noch ausgeben und wie viel kann ich eventuell sparen. Das mag jetzt für einige ein bisschen komisch sein. Ich gebe sehr gern Geld für andere Leute aus. Deswegen sind Geschenkideen ein Teil, der bei mir in den Teil Finanzen oder Geld oder Ausgeben oder wie auch immer reingehört. Das ist also einfach so eine kleine Tabelle, da kann ich oben den Namen reinschreiben für denjenigen, dann Ideen und eben wie viel es ungefähr kostet. Damit behalte ich einerseits den Überblick darüber, wie viel Geld ich zum Beispiel Weihnachten ausgebe. Ich kann auch über das Jahr verteilt, einfach wenn mir spontan einfällt, boah, das wäre ein super Geschenk zum Geburtstag oder zu Weihnachten, kann ich das hier eintragen und kriege keine Panikattacken mehr, wenn der Geburtstag näher rückt. Und die letzten beiden Deckblätter sind bisher noch fast nackig, da wir einmal
Projekte und einmal Notizen. In Projekte ist noch nichts drin. Das soll aber auf jeden Fall ein Platz sein, wo ich Ideen sammeln kann für Dinge, die ich selber vielleicht angehen will. Da habe ich nämlich immer sehr viel im Kopf und es ist nett, dass ich jetzt einen Platz habe, wo ich das dann einheften kann. Und Notizen, da habe ich bisher einfach nur so eine blanke Seite. Das finde ich besonders praktisch, wenn man unterwegs ist und man hat plötzlich einen Termin, den man eintragen soll für irgendeinen Kalendermonat, der noch nicht im Kalender ist. Da kann man das hier eintragen und dann zu Hause ganz entspannt umschreiben auf die Seiten, die man noch ausgeheftet hat. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der mich beruhigt daran, dass ich nicht alles hier an Kalender in meinem Kalender habe. Das war's. Das ist alles, was ich in meinem Kalender habe. Das ist im Moment mein System. Das funktioniert sehr gut und ich bin zufrieden. Und das ist er, mein wunderschöner neuer Kalender, der mich unheimlich motiviert. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber neue Kalender sind für mich immer eine unheimliche Motivationsquelle. Ich hoffe, ich habe euch nicht verschreckt mit dem Video und ihr seid jetzt nicht völlig desillusioniert, was Listen und Planung angeht. Ich übertreibe es etwas, es ist mir bewusst, aber es macht mich glücklich, was soll ich sagen. Wenn ihr jetzt noch Lust habt auf dieses 5-Jahres-Plan-Video, was schon uralt ist, aber was tatsächlich ganz informativ ist, verlinke ich euch das mal hier. Und wenn ihr vielleicht nicht so riesengroße Fans von Ringbuchkalendern seid, sondern eher auf so Moleskins steht, dann verlinke ich euch mein Video dazu mal hier. Und ansonsten plant euch die Seele aus dem Leib und habt einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf und wir sehen uns am Sonntag. Bis dann. Tschüss.